Du. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, wir sind auf dem Weg hierher gekommen und da war ein Hubschrauber, sag ich mal. Und ich sag, möge Allah ihnen helfen. Da war ein was? Ein Hubschrauber. Okay. Ne, ein Verletzter. Möge ihnen Allah helfen. Na. Mein Bruder meinte zu mir, vielleicht ist er ungläubig. Ja, aber ich meinte zu ihm, wir dürfen ihm doch sagen, dass Allah ihn hilft. Er meinte, nein, vielleicht ist er ungläubiger. Mhm. Wie ist das Urteil, dass man bei einem Nicht-Muslim sagt, möge Allah Azzawajal ihn heilen zum Beispiel? Ist das erlaubt? Ja, das ist erlaubt. Und mit klaren Beweisen. Die Überlieferung ist bei Al-Bukhari. Es gab einen Mann von einem Stamm, dieser war kein Muslim gewesen. Und er wurde von einem Skorpion gebissen. So ist der edle Sahabi zu ihm gegangen und hat Ruqya auf ihn gemacht. Und zwar die Al-Fatiha gelesen. Hier kam auch diese Überlieferung, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt hat, woher wusstest du, dass die Al-Fatiha diese Bedeutung hat und dass Al-Fatiha Ruqya ist? Hier war diese Überlieferung. Und natürlich der Mann, wie wir gesagt haben, er war kein Muslim. Warum macht er Ruqya? Damit dieser Mann noch kranker wird? Natürlich mit dem Endziel, dass dieser Mann geheilt wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er das gehört hat, er sagte, gib mir auch einen Teil von den Schafen ab, die du geschenkt bekommen hast. Und damit hat er das bestätigt. Um Heilung, pass auf, Heilung ist nicht Vergebung, nicht Barmherzigkeit, das ist absolut verboten. Na? Und das gehört auch zu den guten Dingen, denn wir sollen auch gütig sein gegenüber den Leuten von Ahlul Kitab. Wallahu ta'ala a'la wa'alam, solange sie uns nicht bekämpfen. Na, tafadda.